Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Castle Story. In der letzten Folge haben wir hier einen beeindruckenden Blueprint gebaut, nämlich den hier. Und in dieser Folge möchten wir uns ansehen, ob die neue Bricktron-KI so viel verbessert wurde wie versprochen. Ich kann übrigens schon sagen, ja, wurde sie. Ich habe das ja schon in der Alpha-Version gespielt, die noch nicht auf Steam war, zu dem Zeitpunkt, nicht offiziell zumindest. Ja, wie werden die Bricktrons jetzt hier vorgehen? Zunächst mal ist es noch leicht. Das Ganze ist hier am Boden, es ist kein Thema hier, das hochzubauen. Aber das Ganze wird auch schon deutlich diffiziler werden. Hier hinten fallen übrigens gleich ganze Bäume runter, weil natürlich hier beim Holzfällen alles irgendwie aus dem Weg fällt. Hoppala. Jetzt hat das Spiel kurz geruckelt. Hä? Was ist denn jetzt los? Ach. Ja, das ist auch so eine Sache, dass wenn ich hier so eine Gruppe auswähle, manchmal kann es sein, dass es kurz stehen bleibt, das Spiel. Wenn man dann Escape drückt, geht es meistens wieder. Wie sieht es denn mit dem Steinenachschub aus? Hier ist zwar noch einiges voll an Stockpiles mit Steinen, aber im Großen und Ganzen könnte man hier doch noch ein bisschen was gebrauchen. Okay, der läuft jetzt gleich mal hier hinten hin, um Holz zu holen. Wie sieht es denn minentechnisch aus? Die Mine hier ist ja schon... Ah, jetzt haben wir hier das gleiche Problem. Ups, na, komm schon. Na? Ja, jetzt wieder. Ich habe Escape gedrückt, hat es aber eigentlich nichts gebracht. Das ist offenbar keine Ahnung, ob das am Safe Game liegt. Ich habe zwischendurch mal geladen und das kann ja sein, also zwischen den Aufnahmen, da speichere und lade ich schon mal. Es kann ja sein, dass ich irgendwas jetzt erstmal neu initialisieren musste oder so. Keine Ahnung. Machen wir mal hier eine kleine Erweiterung der Mine. Hier haben wir zwei Blöcke, dann brauchen wir hier wieder einen Durchgang, dann haben wir hier wieder zwei, dann brauchen wir hier wieder eins, zwei. So, okay, dann machen wir das Ganze nochmal nach hinten, nämlich... 2, 2, 2, 2. Was ist deine Lieblingszahl, Bird? 2. Ich glaube, es ist ja die 6. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Das ist, glaube ich, Sesamstraße. Jetzt, wo ich selber ein Kind habe, da sehe ich das alles nochmal. Das ist auch eine interessante Erfahrung. Das kann ich nur sagen. Also, dass man dann viele Sachen, die man aus seiner eigenen Kindheit kennt, also so an Fernsehserien oder später dann wohl auch Computerspielen, nochmal sieht, aber auch quasi aus den Augen oder ja, so halb aus den Augen von dem Kind, dass das zum ersten Mal sieht. Und das ist, ja, ist auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. So, der Nachschub an Steinen sollte jetzt, so hoffe ich, zumindest doch auch gegeben sein. Hier wird gebaut, das sollte hoffentlich klappen. Hier übrigens sieht man auch, dass diese Planken sehr wohl auch einfach so auf den Boden legen können, beziehungsweise nicht nur auf den Boden, die schweben ja hier in der Luft, wie man hier sehr schön sieht. Ja, jetzt sind wir unter einer drin gewesen, gerade mit der Kamera. Aber die verbinden sich dann eben zu diesen Balken hier und dann sind hier zwei Nägel drin und das sieht halt einfach wesentlich besser aus. Ich bin übrigens gespannt, ob es wird ja später in Castle Story mal Eisen geben, das man abbauen wird müssen aus dem Berg raus eben. Und ob man dann auch das Eisen für so triviale Dinge wie Nägel brauchen wird oder ob das echt nur für so Dinge wie Ritterrüstungen oder so notwendig sein wird. Das ist noch eine offene Frage. Ja, hier bei der Mauer geht es langsam voran. Die ganze Sache ist im Moment noch, ja, es dauert halt alles noch ein bisschen, bis wir da die Bricktron-KI so richtig zu sehen bekommen werden. Ich glaube, wir werden auch ein bisschen Probleme mit dem Nachschub haben, denn hier die Mine, ja, die ist zwar, ja, toll, das hat schon wieder so kurzzeitig eingefroren, das Spiel. Offenbar checkt das dann intern irgendwie was ab und das ist halt alles noch nicht so optimiert. Ist ja auch, wie schon öfter mal gesagt, einfach noch eine Alpha. Da muss man auch mal andere Maßstäbe anlegen. Das ist noch kein fertiges Spiel, deswegen gibt es auch noch keine Beta-Version. Die kann man zwar schon vorbestellen, aber es gibt kein Release-Date und das hier, das ist halt einfach noch, wenn die das releasen würden für die Masse sozusagen, ich glaube, dass das den meisten Leuten nicht so gefallen würde oder dass das halt irgendwie nicht so gut ankäme wahrscheinlich, weil da halt einfach, ach, da ist halt, das ist halt einfach noch nicht so toll, das muss noch.
So, ich habe mir gedacht, wir können doch eigentlich hier noch ein Fenster machen. So müsste das dann sein. Und so, dass das hier nicht so fensterlos aussieht. Dass ein bisschen Licht reinkommt. Ja, im Moment leider eben, wie gesagt, noch nicht viel zu sehen von der verbesserten KI, außer dass halt zumindest mal ohne Bugs im Moment gebaut wird. Es gibt keine Probleme noch. Tja, was machen wir denn jetzt, während hier wieder jeder seinen eigenen Stockpile anlegt, wie immer. Steinnachschub ist ausgegangen, Holz tröpfelt mehr oder weniger rein. Sehen wir uns das mal kurz an, wie es hier aussieht. Ja, das sind schon noch einige Bäume hier im Radius, aber öfter fallen wahrscheinlich auch mal die Balken dann einfach runter oder die Stammteile in diese riesigen Wolken hinein. Das finde ich übrigens auch cool. Ich fände es ja cool, wenn diese riesigen Wolken hier manchmal auch nicht nur unter den Inseln fliegen würden, sondern auch über den Inseln oder quasi durch die Inseln durch. Und jetzt ist das Spiel schon wieder stehen geblieben. Hallo? Ich hoffe mal, das stürzt nicht ab, wenn ich zu weit wegfahre von der Insel. Das wäre ja auch, das wäre ja gar nicht so toll. Hallo? Spiel? Hallo? Ich drücke mal mit aller Vehemenz auf die Escape-Taste. Vielleicht bringt es was, wenn ich da richtig vehement drauf drücke, so ganz fest. Nee, hat nichts gebracht. Tut mir leid. Ja, was mache ich denn jetzt? Wollen wir dann noch warten? Soll ich was erzählen, während wir uns hier die Wolke ansehen? Was ich sagen? Ach, jetzt geht's wieder weiter. Okay, gut, also nicht aufgeben. Was ich cool fände, ich gehe jetzt lieber wieder mal zurück zur Insel, bevor da weitere Einfrierer sozusagen da auftreten. Wenn da auch Wolken quasi auf die Insel zuziehen und dann über die Inseln oder durch die Inseln hier durch in Form von Nebelschwaden dann eben, wo man wenig sieht. Das könnte ja dann auch eine gute Gelegenheit sein für eine Schlacht oder so, die Schlacht bei Nebel, wo man dann irgendwie ja halt einen Vorteil hat, weil der Gegner nicht sieht, dass man kommt. Da würden sich durchaus, denke ich, strategische Möglichkeiten bieten. Und vor allem, wenn es mal Regen gibt und es soll ja, das ist mehr oder weniger ein offenes Geheimnis, es soll ja Jahreszeiten geben im Spiel und natürlich auch Wetter, weil das schließen wir übrigens daraus, dass Sauropod schon Soundeffekte aufgenommen hat dafür. Vor allem für Eis, also vieles haben sie wahrscheinlich auch so Stock-Soundeffekte, also vorgefertigte genommen. Für Eis haben sie damals geschrieben, im Blog-Eintrag haben sie nichts gefunden, was ihnen gepasst hat. Also haben sie einfach mal selber Eis-Sounds aufgenommen und daraus schließe ich eben, es wird Jahreszeiten geben, es wird Winter geben und Schneestürme, was auch immer und Regen und Gewitter. Und das ist natürlich einerseits cool, ich finde Wettereffekte überhaupt cool in Computerspielen. Ich liebe das, wenn es stürmt und schneit und der Wind geht und Wolken und so. Aber es wäre halt auch cool, wenn die Wolken dann irgendwie nicht nur unter den Inseln, sondern über den Inseln und durch die Inseln durch. Und dann vielleicht wirklich so eine Wolke hier oben käme, die dann gerade regnet und dann so eine Regenfront so langsam über die Insel drüber zieht. Und dort, wo die Wolke eben ist, regnet es und rundherum regnet es eben nicht. Das wäre schon irgendwie... Ich finde das cool. Ich weiß, dass viele Leute sagen, hey, Wettereffekte in Computerspielen mag ich gar nicht, weil da sieht man nichts. Ich konnte das persönlich nie nachvollziehen, weil das ist ja cool, wenn man dann mal weniger sieht. Das ist ja realistisch. Das gehört ja dazu, zu Wetter. Das ist im echten Leben auch so, dass man da bei Regen schlechter sieht. Deswegen muss man da ja auch dann, wenn man jetzt dann Rad fährt oder so, halt, oder bei Nebel, oder auch Auto fährt, muss man halt ein bisschen gucken und so von wegen Anhalteweg. Das gehört doch dazu. Also ich finde das nicht schlimm. Ja, hier entsteht immer noch die Baustelle. Ich hoffe mal, dass wir das jetzt dann gleich sehen werden. Ich baue jetzt mal oder ich fange jetzt... Nein, es ist noch ein bisschen früh, weil von hier außen können sie noch die nächste Reihe drauflegen. Danach müssen wir dann mal anfangen mit der Behelfstreppe, damit die eben hier auch die höheren Stockwerke erreichen und dann werden wir sehen, dass die Brickton-KI mittlerweile deutlich besser geworden ist. Wo baue ich denn die Behelfstreppe? Eigentlich können wir die ja hier bauen.
gleich mal dann. Aber machen wir das mal. Das sollten sie auch so intelligent sein, dass sie dann merken, hey, so langsam wäre es Zeit für so eine Treppe. Bauen wir mal eine. Das kann man ja so außen dran kleben. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Ich wusste es auch lang nicht. Das kann man auch wieder abreißen. Unten den einen Teil. Man muss also dann nicht mit Bögen drunter, wie man es auf dem freien Gelände tun muss. Man kann also seitlich an eine Mauer, kannst du immer so Treppen ankleben. Es muss nur schon eine Treppe dort gewesen sein. Also da könnte ich jetzt so eine Treppe entlang hochbauen. Außen um den Turm rum. Ich glaube, das haben sie mal geändert. Das war, glaube ich, nicht immer so. Ja, noch ist aber hier alle Beschäftigung mit dem Boden. Ich check noch mal kurz hier hinten die Holzfäller ab. Ja, die haben schon einen großen Teil eigentlich gefällert. Da dürfte noch ein bisschen was. Ach, es ist mal nicht stehen geblieben, das Spiel. Ja, da fehlt noch der Teil hier. Mit Holz muss ich halt dann echt aufpassen, dass wir dann nicht mehr zu viel Holz verbauen, weil wir haben nicht mehr so viel. Und ich finde ja, ein paar Bäumchen machen schon die Landschaft, das macht was her. Das ist irgendwie, das gehört zur Landschaft, dass da auch ein paar Bäume sind. Und gerade hier auf der Insel möchte ich ganz gerne hier ein bisschen was stehen lassen, dass das Dorf irgendwie nicht so, dass nicht alles so kahl aussieht. Dass es nirgendwo Wald gibt. Das ist wie in Island dann. Da gibt es auch nirgendwo Wald, weil die ersten Siedler haben den abgeholzt, haben dabei aber nicht bedacht, beziehungsweise wussten sie nicht. Oder was soll ich sagen? Es war halt einfach, war denen einfach egal, dass Bäume dort halt wesentlich langsamer wachsen als da, wo sie herkamen, aus Dänemark und, glaube ich, und Norwegen und so. Und da haben sie halt abgeholzt und da kam nichts nach. Und dann sind sie da gewesen, dann sind sie da gesessen, hatten nur noch Gebüsch und Gestrüpp. Keine Bäume mehr. Da gibt es ja diesen Witz, müsst ihr mal, wenn ihr das nicht wisst oder noch nie gesehen habt, müsst ihr mal googeln nach so Landschaftsfotos von Island. Das ist ein wunderschönes Land, muss ich sagen. Auch ohne Bäume. Aber da gibt es so einen Witz. Was macht man, wenn man sich in einem isländischen Wald verlaufen hat? Ja, aufstehen. Weil dann siehst du drüber. Das ist wirklich so, dass die Bäume meistens nur so, na, vielleicht sage ich mal, so 2 Meter hoch sind teilweise nur. Oder nicht mal das. Ja, das war ein kleiner Abstecher in, also thematisch jetzt, in die Welt der Bäume. Der Stein hier, der ist aber irgendwie, der gehört aber nicht hierher, oder? Den habe ich doch nicht, oder habe ich da einen Stein hingelegt? Nee. Das muss einer sein, den einer fallen gelassen hat, eigentlich, glaube ich. Kann ich den wieder aufheben? Ja, kann ich. Okay. Und dann, was macht er damit? Jetzt ist er tatsächlich mit dem Stein einmal hochgeklettert. Schon wieder? Geht das jetzt? Das wäre ja cool, wenn das jetzt ginge. Müssen wir mal drauf achten. Kann ja sein, dass sie das auch mit der Brickton AI, mit der Brickton KI sozusagen gleichzeitig angepasst haben, dass das jetzt geht. Das wäre schon cool, weil das ja auch so immer so ein Thema war, dass die nicht klettern konnten, wenn die einen Stein tragen. Gut, hier beginnt jetzt mal die Treppe. Im Prinzip bleibt es ja nur noch zuzusehen und zu hoffen, dass halt das der Nachschub. Gut, Steine haben wir jetzt einigermaßen. Holz, ja, es kommt auch so langsam nach. Ist halt der Weg irgendwie so weit. Hier liegt noch einiges rum. Ich klicke jetzt mal hier drauf. Ich hoffe, es friert nicht wieder alles ein. Nee. Offenbar nur beim ersten Mal. Hat er irgendwas nachgeladen? Ich habe keine Ahnung. Ja, wir können es eigentlich nur zusehen hier, wie das hier entsteht. Bisher hat ja eigentlich alles geklappt. Es hat sich kein Brickton irgendwie eingebaut. Ist keiner lebendig eingemauert worden. Es hat bis jetzt auch von der Bau, vom Fortschritt her, es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie Steine legen, wo sie dann später nirgendwo mehr drankommen. Bis jetzt hat es also ohne Babysitting ganz gut geklappt. So richtig gesehen, wie das funktioniert mit der KI, haben wir es noch nicht. Das werden wir erst sehen, wenn hier die Mauer in die Höhe wächst. Denn dann werden die hier die Treppen hochlaufen und werden die Steine relativ gleichmäßig setzen. Das war bisher immer so das Problem, dass sie dann hier
sich irgendwo halt drei Steine übereinander gelegt haben, wie es halt im Bauplan auch vorgesehen war. Ich klicke jetzt mal hier. Na, komm schon. Keine Ahnung, sind sie irgendwie hier raufgelaufen, die Treppe, dann haben sie hier einen Stein hingelegt, den hier, und dann kamen sie mit den Steinen nicht mehr vorbei. Und mittlerweile bauen die das relativ gleichmäßig. Das heißt, die Reihenfolge, wie sie die Steine setzen, die ist besser geworden, die ist wesentlich... Okay, nee, der kann nicht hier hochklettern, zumindest scheint das nicht so zu gehen. Ja, das ist natürlich jetzt dumm, jetzt hast du dich hier reingedingst. Da kümmere dich jetzt aber auch mal, kannst ja auch mal sagen, drop load und jetzt pick up. Ja, so nicht. So nicht, drop load. Jetzt geh mal hier rauf und jetzt nimm den, pick up. So, jawohl, jetzt kannst du wieder tragen. Okay, das passiert offenbar doch noch manchmal, aber... Ja, was rede ich hier? Wir werden es gleich sehen, wie das funktioniert mit den Steinen. Sie überlegen sich halt besser dann bei Mauern. Hauptsächlich betrifft es das Erstellen oder das Bauen von hohen Mauern. Da überlegen sie sich jetzt wesentlich besser, wie sie das denn machen wollen, in welcher Reihenfolge. Ja, bisschen längerer Weg hier leider immer noch. Die zwei sehen sich hier an. Hm, was machst denn du? Ah, ich schlepp Holzstämme. Ah, ich auch. Aber ich mach mal kurz Pause. Oder was sind das für einer? Ist das ein Minenarbeiter? Nee, ist ein Bauarbeiter. So, klar, wenn er einen Hammer in der Hand hat, ist ein Bauarbeiter. Die Äxte sehen relativ... Ja, die sehen ein bisschen ähnlich aus wie die... Gut, man kann es schon auseinanderhalten. Man muss halt ein bisschen genauer gucken. Habe ich wohl nicht gemacht. Ja, gleich werden wir dann die Wunder sehen. Im Moment sind sie halt noch... Ja, sie sind halt doch noch mit dem Boden auch beschäftigt. Das sind ja doch... Das müssen ewig viele Holzblöcke sein, die wir hier verbauen. Es ist ja jede Planke ein voller Holzblock. Da bin ich auch gespannt, ob die das mal ändern. Weil ich meine, aus... So eine Planke ist ja dünn. Das ist ja... Das machen wir ja absichtlich, damit man... Also im echten Leben jetzt... Damit es weniger Holz braucht, weil es ja keinen Sinn machen würde, da richtig dicke Baumstämme auf den Boden zu legen, wenn man auch einfach Bretter nehmen kann. Aber derzeit ist halt noch so. Auch so Dinge wie Leitern oder Fässer oder Stockpiles brauchen einen ganzen Holzblock immer, wo es ja eigentlich sinnvoll wäre, wenn es das nicht bräuchte, sondern eben weniger. Wie ist denn hier eigentlich mit den Fässern? Die sind jetzt alle voll, oder wie? Ja, sieht ganz so aus. Wir haben Unmengen an Sprengstoff. Also wir können dann irgendwann mal einen Katapult bauen und dann können wir hier die Landschaft beschießen. Hier gibt es ja keine, ja, hier gibt es keine umliegenden Inseln. Das gab es ja auf der letzten Karte immer, dass hier oben da irgendwo noch so kleine Inselchen, wo man eh nie hinkam, geschwebt sind. Aber... Das ist im Moment, also auf dieser Karte nicht. Da haben wir, also müssen wir für die Zielübungen irgendwas anderes auserküren. Übrigens bezüglich Kartengröße. Irgendjemand von euch hat mal gefragt, in irgendeinem Kommentar glaube ich, was die maximale Kartengröße ist. Und ich habe dann irgendwie geschrieben, ja, weiß ich nicht auswendig, ist aber relativ groß. Ich habe jetzt mal im offiziellen Castle Story Online Forum Thread darüber gelesen, hat einer geschrieben, hat eine Karte gepostet, die ein Viertel der Fläche ausnutzt, der maximalen Kartengröße. Und dieses Viertel war, ich schätze mal, mindestens fünfmal so groß wie das, was wir hier sehen. Und das war nur ein Viertel der Gesamtgröße. Das heißt, wenn man sich das jetzt mal so vorstellt, ich hoffe, mein Spiel friert das nicht wieder ein, so groß schätze ich die jetzt mal, müsste die gewesen sein, die Karte. Und das war ein Viertel der Gesamtgröße. Das heißt, man kann derzeit schon Karten bauen mit dem Karteneditor, die wirklich gigantisch sind. So, wie sieht es denn baummäßig aus? Hier poppen jetzt gerade wieder die Bäume auf. Das ist diese interne Optimierung. Da scheint es jetzt im Moment, ja, da ist abgeholzt alles. Aber reicht das jetzt, was wir an Baummaterial haben? Nee, da brauchen wir immer noch Wald. Da geht so viel drauf für das doofe Rathaus. Boah, was machen wir denn da? Wie machen wir das? Ich schätze mal, es wird uns nichts übrig bleiben. Wir werden das irgendwie...
Wir werden das dann noch das versetzen müssen hier. Ist übrigens auch ein Bug. Ich habe noch nicht geklickt. Ich habe das sozusagen, ich habe das nur mal so vorläufig verschoben. Die sehen das aber schon als endgültig an. Wenn ich jetzt klicke, dann lege ich es sozusagen ab. Eigentlich sollten sie erst jetzt anfangen. Aber das ist eben nicht so. Ja, toll. Voll die Verschwendung. Alles fällt runter. Während, wenn ich das jetzt hier wieder verschieben würde und ich würde mal einfach so testweise über die ganze Insel fahren, so, vielleicht hier oder hier oder hier und dann sage ich mir, nee, doch da hinten, dann würde die ganze Insel abholzen, weil das irgendwie alles mal drüber gefahren ist. Das ist, ja, ist ein Bug. Na gut, ich würde sagen, das Rathaus hier, das dauert halt auch noch länger. Wir haben jetzt schon ein bisschen gesehen. Ich hoffe mal, dass man es zumindest gesehen hat, dass die KI besser geworden ist bezüglich, bezüglich eben der KI. Aber in der nächsten Folge werden wir das dann in aller Pracht sehen, wenn die dann nämlich diese Treppe hier benutzen werden, was sie ja jetzt schon tun, aber sie müssen noch nichts da hinten dann ablegen, wo sie dann erstmal über die Treppe drüber müssen. Das kommt noch. Und bis das kommt, ja, verabschiede ich mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage auf Wiedersehen, Servus und Tschüss.